88.8. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. 88.8. Guten Abend nach nah und fern. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei den Nachtgesprächen. Im Studio begrüßt Sie Michael Longert, der sich auf schöne Gespräche zwischen Ihnen und Herrn Drewermann freut, den er in Paderborn begrüßt. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Longert. Wir haben heute in Fortsetzung des letzten Gespräches das Bild vom Weltgericht, wie es bei Matthäus im 25. Kapitel geschildert wird. Und heute in Sonderheit ein der Maßstäbe, die angelegt werden an die Menschlichkeit. Und um sie zu verstehen, lese ich diesen Text einmal vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen und haben dir nicht geholfen? Da wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt auch ihr mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Dies, Herr Drewermann, ist eine der Maßstäbe, die nach Matthäus im Gericht über den Menschen an jenem Tage gelten werden. Ja, es ist im Grunde ein ungeheures, beschwörendes Bild. Es sind die letzten Worte im Matthäusevangelium, die Jesus in seinen Gleichnisreden spricht. Und es sind die letzten Worte im Grunde, die als Maßstab für unser Leben gelten sollen. Was wird sein, wenn wir einmal Bilanz ziehen? Wir schauen zurück in die paar Jahrzehnte Leben, die uns vergönnt waren. Und wir fragen uns, was war es nun? Was war es wert? Was gilt? Was davon möchten wir wiederholen? Was möchten wir mitnehmen? Was bleibt in unseren Taschen sozusagen? Was hat Bestand? Dann gelten diese unglaublichen Sätze, die wir gerade gehört haben. Jesus hat im Evangelium mal gesagt: Sammelt euch doch Schätze, die kein Dieb stehlen, die keine Motte zerfressen, die kein Rost zernagen kann. Und er meinte damit: Sammelt im Grunde solche Taten, an denen sich zeigt, wie man Menschen helfen könnte. Es ist nicht unbeabsichtigt, bei Matthäus noch in die Einleitung zu hören: Wenn der Menschensohn kommen wird. Das ist im Grunde eine mythische Chiffre, die im Neuen Testament sich auf merkwürdige Weise mit der Person Jesu verbindet. Zum Teil auch offenbar von dem historischen Jesus zum Zwecke von Selbstaussagen verbunden wird. Der Menschensohn ist im 7. Kapitel des Propheten Daniel derjenige, der kommen wird am Ende der Tage. Das ist wieder diese Dimension. Wenn Bilanz gemacht wird, wenn es gegen Ende geht,
Wenn zu prüfen gilt, was bleibt, dann taucht diese Gestalt des Menschensohns auf, der immer schon vor dem Throne Gottes stand und nun zu den Menschen herabgesandt wird. Das ist das mythologische Schema. Historisch wird Jesus daran geglaubt haben, dass dieser Augenblick, wo der Menschensohn kommen wird, ganz dicht bevorsteht. So dicht, dass man später nach Ostern Jesus selber mit dem Menschensohn identifiziert hat. Und in gewissem Sinne nicht ganz zu Unrecht. Jesus muss historisch geglaubt haben, dass sich das Gericht des Menschensohns, wenn er kommt, entscheiden wird an der Art und Weise, wie man sich zu ihm, zum Jesus von Nazareth, gestellt hat. Jesus wollte das Gericht des Menschensohnes nicht verschieben, auch nur ein paar Tage, auf das Ende der Zeiten. Es sollte stattfinden mitten im Leben, jetzt. Und er selber, Jesus, sei die Person, die als Katalysator wirken würde für diese Entscheidung. Und schaut man genau hin, was ihm vorschwebt, ist die Rede von dem König, der Gericht halten wird. Das ist der Anbruch des Königreichs, von dem er sagt, es ist zum Greifen nahe. Wenn wir hören von Königen, sind wir gewöhnt, Machtausübung vor Augen zu haben. Menschliche Größe verwaltet in dem Konzentrat der Todeskapazität. Groß gilt uns jemand im Raum der Geschichte nach dem Maßstab des Alexander oder des Karls des Großen oder der George W. Bush, jemand, der Weltmacht beansprucht durch die Kapazität der Gewalt, die er entfachen kann. Genau gegenteilig ist das, was Jesus vorschwebt. Da wird derjenige als König zu Gericht sitzen, der nur prüft, wie sind wir mit der Not von Menschen umgegangen und wie haben wir das buchstäblich Notwendige zu tun vermocht. Wir gehören dem Königreich Gottes, das Jesus verkündigen und in die Welt bringen wollte, in dem Umfang zu, als wir uns auf diese Sicht eingelassen haben. Die Frage ist immer wieder quer durch die Religionen, quer durch die Religionsgeschichte, wo findet man denn Gott, wo wohnt denn Gott? Ganz eigentümlich ist, dass die Antwort auf diese Frage sehr alt ist. Sie ist im Grunde einstimmig im alten Orient, längst vor diesem Text vorweg formuliert, aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, 1800 vor Christus, hören wir im alten Ägypten, im Mittleren Reich, dass davon die Rede geht, wie der König, den man dort glaubt, der Gott, den man im Himmel wähnt, wie der Gott Atum, Mitleid haben wird als sein Hirte der Verlorenen, als Wohltäter der Waisen und der Witwen. Diese Bilder werden später von den Propheten über ein Jahrtausend danach im Alten Testament übernommen und sie haben ganz sicher die Person und die Botschaft des Jesus von Nazareth geprägt. Seine Antwort ist ganz einfach. Man erklärt euch, ihr findet Gott im Gottesdienst, natürlich. Und wo ist der Gottesdienst? Im Tempel, auch ganz natürlich. Und wer veranstaltet den Gottesdienst? Die Priester, noch natürlicher. Es gibt einen riesigen Vermittlungszug von Instanzen, die euch am Ende erklären, wo ihr Gott finden könnt. Aber in Wirklichkeit stiehlt man Gott euch aus dem Herzen. Denn die leise Stimme der Barmherzigkeit wäre alles, was euch bestimmen könnte, Gott zu finden und zu vernehmen. Im Deutschen haben wir so wunderbare Worte, die leider durch die Theologen fast um ihren Realitätsgehalt gepredigt worden sind. Barmherzigkeit oder Erbarmen. Wenn Menschen am Boden liegen, dann können sie so sprechen. Im Gebetsritual ist das noch ganz häufig am Anfang einer katholischen Messfeier zum Beispiel. Erbarme dich, o Herr. Hab doch Erbarmen. So reden Menschen, die überhaupt wissen, dass sie aus eigenen Mitteln nie mehr auf die Beine kommen werden, dass es keine Hilfe mehr gibt, die sie auftreiben und besorgen könnten. Sie haben nicht etwas falsch gemacht. Es gibt nichts, was man ihnen vorwerfen könnte. Es gibt vor allem keine Einsichten, auf die gestützt sie sich nun eine Strategie erarbeiten könnten, um wieder herauszufinden. Es ist, wie wenn jemand im Moor versinkt. Es ist nur Rettung möglich, wenn jemand anders sich mit allem, was ihm zur Gebote steht, engagieren würde. Und das ist Erbarmen, eine Antwort auf die Armut eines Menschen, so wie Vögel im Winter, die frieren und die Hunger haben. Man streut ihnen etwas auf, denn finden unter dem Schnee können sie es von alleine nicht. Und die Alternative wäre der Tod. Ein Wort, das Arthur Schopenhauer geprägt hat, kommt langsam auch aus dem Gebrauch. Man wird skeptisch ihm gegenüber, obwohl es ein wunderbares Wort ist, der Begriff Mitleid. Es ist übersetzt einfach, was wir aus dem Griechischen unter Sympathie verstanden haben. Aber Schopenhauer meinte, Sympathie ist ein sehr allgemeines Wort. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann gilt es, Mitleid zu haben
Einfach weil der andere leidet. Und das hat immer Vorrang. Sympathisch kann einem dieser sein und jeder andere. Darauf gründet man keine wirkliche Ethik. Aber es gibt eine Verbindlichkeit des Mitgefühls. Und das ist, sich zu engagieren für das Leid des anderen. Jesus setzt darüber, ganz im Kontrast beinahe zu dem skeptisch gewordenen Atheisten, aus lauter Resignation und Enttäuschung an der Welt und an den Menschen, zu Arthur Schopenhauer, das Versprechen, man könnte durch eine solche tätige Ethik sich selber als Mensch finden. Und da schließt sich dann das Bild zu der Gestalt des Menschensohns. Wir könnten das mythische Bild einfach übersetzen. Ihr werdet euch als Menschen überhaupt nur finden. Ihr werdet Gott überhaupt nur finden, wenn ihr hineingeht in das Leid eines anderen Menschen und öffnet euch dafür. All das, worum es dabei geht, gehört keiner bestimmten Kultur, keiner bestimmten Religion zu. Es geht um ganz allgemeine Erfahrungen, die den Kreaturen, ob Mensch oder Tier, allgemein zugänglich sind. Was Hunger ist, was Durst ist, weiß ein jeder. Durst bedeutet, dass man auch nur ein paar Stunden lang entsprechender Flüssigkeit entbehren muss. Hunger lässt sich sehr viel länger vertragen. Aber natürlich weiß auch jeder, wie er wirkt, wie er bis in die Eingeweide, bis in die inneren Organe hinein wirken kann, wie allmählich der gesamte Körper heimgesucht wird, wie Kälte den Leib hochkriecht, wie die ganze Organisation des Interesses sich immer wieder auf die Nahrungsbeschaffung konzentriert. Es geht einem wie ein Tier, das unbedingt irgendeine Beute auftreiben muss, um überleben zu können. Und alles Interesse richtet sich darauf, bis das die Müdigkeit, selbst die Aktivitäten einschränkt. Und dann kann es sehr gefährlich werden, bei den Tieren wie bei den Menschen. Dann ist diese Situation gegeben, wo nur noch die Hilfe von außen eingreifen kann. So im Äußeren, da versteht jeder, was gemeint ist. Und wir hätten es zu tun mit den Werken, wie man zu sagen pflegte im Theologendeutsch, den 7 Werken der leiblichen Barmherzigkeit. Eines wäre dieses, wie hat man sich verhalten, Hungrigen und Durstleidenden gegenüber. Das würde darüber entscheiden, meint Jesus an dieser Stelle, auf welcher Seite wir standen. Und es gilt zu wählen, alternativisch, entweder oder, zwischen Glück oder Unglück. Zwischen sich öffnen oder verschließen. Es gibt keinen Mittelweg dazwischen, weil schon das Leid des anderen keine halbherzige Entscheidung zulässt. Entweder man geht vorbei oder darauf zu. Man kann kein Drittes machen. So evident ist das rein weg im Äußeren schon. Und nun sollten wir hinzufügen, dass das alles inwendig nochmal ganz genauso gilt. Das ist die Perspektive, die wir auch im Christentum immer wieder haben vermissen lassen. Wir denken die Religion nicht psychologisch weiter. Wir treiben sie nicht in den Innenraum der seelischen Bedürftigkeit. Wir finden den Hunger und den Durst nicht im Raum der Psyche, noch viel dramatischer. Eine Religion, die das aber vorbereitet hat, längst ein halbes Jahrtausend vor der Entstehung des Christentums, war der Buddhismus. Der Königssohn am Hofe von Kapilavastu, Prinz Siddhartha Gautama, um 500 vor Christus, wusste, dass die Menschen natürlich äußerlich leiden können, als bettelarme Wesen, als geschundene Kreaturen, dass sie heimgesucht werden von Krankheit, Alter, von Tod, von Bedürftigkeiten, die in gewissem Sinne dazugehören, dass wir einen Körper haben, der immer wieder sich regenerieren muss. Aber Buddha wusste zugleich, bevor er ein Erleuchteter wurde, dass es nötig wäre, im Inneren der Seele zu suchen, wie Menschen denn empfinden. Ein wenig Überlegung kann uns dabei helfen. Was wir arm nennen, bestimmt sich in aller Regel durch den Vergleich. Menschen, die irgendwo im Amazonien, im Urwald von Brasilien leben, wären entsprechend nach dem Lebensstandard unseres Konsums bei Westeuropäern und Nordamerikanern bettelarm zu nennen. Aber die Bevölkerung dort empfindet sich überhaupt nicht als arm. Sie hat alles Nötige, was sie braucht. Armut wird sehr tief geprägt durch die Verachtung anderer, die auf Menschen herabschauen. Da hat Dostojewski einmal in den Erniedrigten und Beleidigten sehr zugespitzt und richtig formuliert. Die Botschaft einer Mutter, die zur Bettlerin wurde, aus einer enttäuschten Liebe, sagt da zu ihrer Tochter, Nelly, es ist keine Sünde, arm zu sein, aber es ist eine Sünde, reich zu sein und die Armen zu erniedrigen.
So hätte Jesus auch gedacht, ob wir im sozialen Sinne arm sind oder reich, entscheidet sich ganz oft durch Umstände, die wir überhaupt nicht zielgerecht manipulieren können. Da sind wir das Opfer von Schicksalsschlägen, von Ereignissen, mit denen wir umgehen. Aber wie wir uns selber empfinden, das geht viel tiefer. Wie wir Armut verinnerlichen als Armseligkeit. Und nun war es der richtige Gedanke des Buddha, des Begründers einer Menschheitsreligion, die sehr weise ist, dass die Menschen am tiefsten leiden unter dem Missverständnis ihrer Bedürfnisse. Der Buddha meinte, die erste Erlösung gilt gegenüber dem Durst, der Lebensgier, der Trishna, wie er es in seiner Sprache nannte, auf Pali formuliert wird. Da ist ein Wort, das die ganze Not des Menschen schildert, weil immer wieder die Suche geht nach etwas, das wir brauchen würden, aber dass wir dort suchen, wo wir es nie finden werden. Wir schieben die innere seelische Bedürftigkeit, unser Gefühl, nicht genug zu sein, verachtenswert zu sein, bedürftig zu sein, vor allem hungrig zu sein nach Liebe, immer wieder nach außen. Und dann scheinen wir etwas haben zu wollen, um den Mangel an Sein nicht wirklich zu spüren. Dann werden wir immer gieriger, wir klammern uns an alle möglichen Habseligkeiten. Wir brauchen ständig Dinge, die wir in die Hand nehmen können, aber in Wirklichkeit können wir sie überhaupt nicht wirklich aufnehmen. Denn das Arge ist, dahinter steht die Unfähigkeit, uns selber anzunehmen. Wir sind uns selber nicht gut genug. Wir hassen uns irgendwo selber. Wir fühlen uns als inakzeptabel. Wir können uns selber nicht leiden, mit einem Wort. Und daraus entsteht seelisch alle mögliche Form von Leid. Vielleicht lässt sich im Zusammenhang von Hunger und von Durst in zwei großen Symptomkomplexen das Gemeinte gut verdeutlichen. Wir sprechen einmal von den Menschen, die permanent getrieben werden von Hunger. Und sprechen dann von Adipositas, von Fettsucht. Weil wir Persönlichkeiten vor uns haben, die immer zu essen müssen. Sie haben überhaupt kein wirkliches Gefühl für Sättigung. Menschen, die so sind, werden uns das auch sagen. Ich könnte immer essen, ich fühle überhaupt nicht. Habe ich ein Butterbrot, fünf Butterbrote gegessen, eine halbe Tafel Schokolade, zwei Tafeln Schokolade. Sie sind wie eine riesige offene Wunde, die sich nie schließen will. Wie eine Bedürftigkeit, die sich selber gar nicht mehr fühlt. Sie könnte endlos sein, denn das, was gebraucht würde, wäre eine Beruhigung in der Nähe einer anderen Person. Was man eigentlich möchte, ist ein Stück Liebe. Und kaum sagen wir das, verbinden wir die Religion, verbinden wir die Weisheit des Buddhismus, die seelische Erfahrung menschlicher Not, im Grunde mit Einsichten, die wir der Psychotherapie, speziell der Psychoanalyse im 20. Jahrhundert verdanken. Wir müssen, um einen Menschen zu verstehen, zurückgehen in seine eigene Kindheit. Plötzlich haben wir jemanden vor uns, der in der Gegenwart leidet, scheinbar unter dem Gefühl von Maßlosigkeit. Adipositas ist im Grunde deutlich erkennbar, eine Gier, die ein Fehlverhalten signalisiert. Und schon wären wir dabei, eine entsprechende Diät anzumahnen, die Vernunft herbeizurufen, den freien Willen zu beschwören. Denn natürlich, die Übergewichtigkeit ist schädlich. Sie wird irgendwann zu Diabetesproblemen führen, Gelenkschwierigkeiten nach sich ziehen, Herzbeschwerden einleiten. Kurz, die Mediziner können nur sagen, wir verordnen jetzt einmal Klinikaufenthalt, wir verordnen eine entsprechend kontrollierte Weight-Watching-Kur, jeden Morgen auf die Waage, vorgeschriebene Ernährungspläne. Und am Ende hat man den berühmten Jojo-Effekt raus und rein. 4 Wochen später ist das alles wie nie gewesen, im Gegenteil. Allein schon die Angst, es wird deinem Nahrung entzogen, setzt Menschen dieser Art unter die ständige Sehnsucht förmlich vorweg, wie jemand, wie ein Tier, das weiß, dass es vielleicht 10 Tage lang danach keine Nahrung mehr geben wird, jetzt richtig alles in sich reinzuschlingen, ein Notprogramm für diese Zumutung zu entwerfen. Geht man der Geschichte solcher Menschen nach, wird man in der frühen Kindheit schon jemanden erleben, dem der Mund ständig gestopft wurde. Es hat eine Frau, ein Junge vielleicht gelernt, dass die Mutter zu was anderem kaum imstande ist, als zu sagen, nun ist schön. Und man stellt das Beste hin, was man auftreiben konnte, etwas zu essen jedenfalls. Das war die Art der Mutter, Liebe zu äußern. Alles andere war wie weggearbeitet, die Mutter musste berufstätig sein, oder es war gerade Hungersnot, oder es war der Ehekrieg ausgebrochen, der Vater
kam nicht mit dem Geld über, das nötig war. Permanent kamen andere Probleme mit hinein. Kurz, die Mutter wollte wenigstens diesen Raum retten, wo das Kind mal zufrieden am Tisch saß. Und es sollte natürlich nicht Vorwürfe machen, es sollte nachts nicht schreien, es sollte seinen Mund halten, es sollte zufrieden sein. Das wäre das Glück der Mutter gewesen. Das Kind aber begriff, dass es keine Vorwürfe machen darf, dass es keine Aggressionen äußern darf, dass es mit gefüllten Backen eigentlich Glück signalisieren muss. Es hat zu strahlen. Und das wird man bei all den so Betroffenen erleben. Sie sind am Ende ständig glücklich. Sie sind die Stimmungskanonen, ganz buchstäblich in der Gruppe. Sie biedern sich an, sie strahlen ständig gute Laune aus. Sie integrieren. Selbst Shakespeares Cäsar kann später sagen, Anfang des 17. Jahrhunderts, lass dicke Menschen um mich sein, sie sind scheinbar so gemütlich, sie sind ewige Teddybären, sie haben eine riesige Bindungsfähigkeit, sie sind sehr stark emotional, aber sie brauchen auch diese Hülle, sie sind äußerst verletzbar, sehr sensibel, sie brauchen gewissermaßen das dicke Fell, das sie nicht haben, und weil sie ständig fürchten, nicht beachtet zu werden, brauchen sie auch äußerlich ein Gewicht, sie müssen sich zeigen. Das ist ein einziges Trauerspiel, eine einzige Tragödie. Und dennoch finden wir sie immer wieder. Um 1900 konnte der französische Romancier, Schriftsteller, ein Mann, der in Buchform, in Romanen die ganze Welt abbilden wollte, Emile Zola, eine Geschichte einmal schreiben von einem jungen Mann, welcher der Stolz seiner Mutter sein mochte und von Marseille nach Paris kommt. Er ist ein Habenichts. Aber er glaubt, bei einer entsprechenden Chance liege ihm die Welt zu Füßen. Er wird der Traum eines künftigen Politikers, er wird später Finanzminister sogar. Er wird an der Seite des Königs Dienst tun. Er wird entscheiden über Krieg und Frieden, über Konkurs und Aufstreben ganzer Industriezweige. Und in Wirklichkeit giert und hungert er nach Liebe, die er im Schatten seiner Macht sich selber gar nicht zutraut. Er ist permanent selbstmordgefährdet. Schaut man sich um, wie unsere Mächtigen da sitzen, wie sie an Gewicht immer mehr zunehmen, wie sie sich immer voluminöser aufblasen müssen, um eine Rolle auszufüllen, die sie mit ihrem menschlichen Format gar nicht von innen her ausfüllen können. Hat man all diese Teufelskreise am Werke, ein Schutzpanzer, der den anderen auf Distanz hält, die Vermeidung von Nähe, die man gleichzeitig sich selber ersehnt. Und dann muss man nur im Kontrast dazu sehen, wie die Gesellschaft mit uns selber, mit uns allen als Charakteren Katz und Maus spielt. Auf der einen Seite werden wir zu permanentem Konsum angereizt. Wir haben Politiker, Wirtschaftsexperten, Finanzberater, die allen Ernstes uns erklären, dass die deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt wird, die amerikanische Wirtschaft schon dabei ist, angekurbelt zu werden, wie Börsenspezialist Greenspan schon neue Einnahmen verheißt, vor allem in der New Economy, die ein reines Pleiteunternehmen ist, aber unser Kanzler konnte gerade heute noch sagen, es trennt sich da die Spreu von Weizen, 180 amerikanische Firmen stellen weniger aus. Die Hunderttausende, die mal geglaubt haben, sie könnten da in schneller Form reich werden, spielen natürlich keine Rolle mehr. Wir haben eine Gesellschaft, die permanent Konsum anreizt, um einen völlig übersättigten, vollgestopften Markt entlasten zu können, immer neue Produkte loswerden zu können. Wir brauchen die Maßlosigkeit. Im Grunde die Charakterstruktur der Adipositas im weitesten Sinn, schon weil wir permanente Konsumenten brauchen, um uns am Leben zu erhalten. Gleichzeitig haben wir in der Modewelt den Wahn, vor allem für die Frauen, offiziös gemacht, dass wir gar nicht schlank genug sein können. Wir haben inzwischen 14-Jährige, die davon träumen, wie man ihnen dies und das absaugen könnte, wie man sie stromlinienförmig zu wandelnden Kleiderständern über den Laufsteg schicken könnte, wie man sich wieder alles weghungert, das auf der anderen Seite zur Vorschrift gemacht wird. Kurz, wir sind Wahnsinnige. Und wir könnten dasselbe natürlich zeigen, bezogen auf den Durst, bei dem Problem des Alkoholismus. Nur, dass da die Sehnsucht wahrscheinlich noch viel tiefer geht. Essen ist ja etwas, das Kinder langsam lernen müssen, dass sie spätestens vom ersten Zahn an mit 8 Monaten, 9 Monaten dann langsam bei der Umstellung von Milch auf fester Nahrung sich angewöhnen müssen. Beim Alkoholismus haben wir Sehnsüchte, die im Grunde wieder die Stufe der Säuglingszeit aufgreifen.
Verschmelzung mit dem anderen, Ausblenden der gefährlichen Wirklichkeit, Rückkehr zur Einheit mit der Mutter, ein Leben einmal ohne Angst, ein Ende der ganzen Auseinandersetzung mit einer Welt voller Leistung, voller Gefahren, auf die man überhaupt nicht vorbereitet wurde, wenn es mal Schutz gäbe, Geborgenheit gäbe. Und dann muss man sehen, wie wir bis zu 10 Millionen Alkoholiker haben, 2,5 Millionen in der Bundesrepublik, die akut unter Suchtproblemen leiden, die gesellschaftlich an den Rand gedrückt werden, die in die medizinische Versorgung im Grunde gar nicht mehr hineinkommen und gehören, und die Dunkelziffer riesengroß von all den anderen Problemen, die damit zusammenhängen, Raucherproblem, Tabaksüchtige, wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Das Thema Hunger und Durst lässt sich natürlich auf alle möglichen Suchtstrukturen noch erweitern. Aber wenn wir ganz wörtlich nur beim Durst jetzt bleiben, beim Alkoholismusproblem, man könnte endlos trinken und trinken und möchte dabei die ganze Wirklichkeit vergessen. Es ist wie die Rückkehr in eine Welt der Träume, wo man geborgen war, wo man einmal gar nichts tun musste, wo man einfach sein durfte, wo man hoffen mochte, geliebt zu werden, einfach weil man auf der Welt ist. Wo in unserer Gesellschaft gäbe es so etwas, auch nur zu ahnen? Und dann müssen wir das Ganze rückprojizieren auf dieses unglaubliche Bild Jesu. Es geht dann ja nicht mehr nur darum, wie seid ihr mit Hungrigen und Durstigen verfahren. Wir müssten eine ganze Gesellschaft in Frage stellen, ein ganzes Wirtschaftssystem umkrempeln. Wir müssten uns fragen, wo haben wir Orte geschaffen, in denen Menschen wieder aufatmen konnten, leben konnten, sich geborgen fühlen konnten, sich selber finden konnten. Dann hätten wir zwischen allen Religionen, zwischen der großen mitleidigen Religion des Buddhismus, dem Atheisten Arthur Schopenhauer, dem Mann aus Nazareth und seiner Religion der Güte, eine universelle Menschlichkeit gelebt, die keine Grenzen mehr zulässt. Und die ganze Umkehr, die Jesus vorschlägt, läge darin, die Welt einmal zu betrachten aus der Perspektive der Bedürftigen. Das ist nun freilich die Entscheidung, die hinter all dem und in all dem eine Rolle spielt. Solange wir noch etwas glauben, verlieren zu können, werden wir es versuchen festzuhalten. Werden wir diejenigen heruntertreten, die uns zu bedrohen scheinen. Wir haben noch etwas zu verteidigen, also können wir Sicherheit nur definieren durch die Kapazität der Rüstung, der Wehrpolitik, der Stärke. Und wir definieren am Ende einen Frieden, der geboren wird aus den Mechanismen der Machterhaltung und der Stärkeaufbereitung, der Durchsetzung, der Kraft, die Ordnung schafft. Auf die Weise werden immer mehr Menschen unter die Räder kommen, werden die Hoffnungslosen nie eine Chance haben. Und diese Umkehr in allem entscheidet darüber, was wir für Menschen sind. Es ist kein Angebot an die Politik, an die Wirtschaft, an unsere Gesellschaft. Es ist simpel eine Frage Jesu an jeden Einzelnen von uns. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Und lass dir nicht vorlügen. Du kämst damit durch, am Ende zu sagen, du warst aber ein guter, steuerzahlender Bürger, du warst aber in der richtigen Partei engagiert, du hast die richtigen Parteien wiedergewählt, du bist mitmarschiert, du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen, die Polizei musste sich um dich nicht bekümmern, du bist als Beamter oder als treusagender Familienvater oder im Rahmen der vorgeschriebenen Zwecksetzung ein nützliches Mitglied gewesen, 80 Jahre lang. Und nun segnest du das Zeitliche, vielleicht hast du sogar einen Orden, eine offizielle Anerkennung bekommen. Mit all dem, mein lieber Freund, kommst du nicht durch. Denn die Frage ist doch, hast du Gott gefunden? Hast du dich selber gefunden? Und wem von den Menschen an deiner Seite, wenn du dir nichts vormachst? Hast du selber unmittelbar genützt, jetzt lügt dir nicht wieder was in die Tasche? Als wenn am Ende bei all dem, was du in deiner Firma angerichtet hast und in deiner Partei für Programme hattest, ja doch das Menschen geholfen hat. Diese Umwege lassen wir jetzt mal beiseite. Wir wollen ganz simpel finden, wo sind die Menschen, für die du da warst und die jetzt, projizieren wir es mal auf dem jüngsten Tag, als Zeugen eintreten könnten. Die sagen würden, diese Frau, diesen Mann, den nehmen wir mit durch die Himmelstür, denn die haben uns ins Leben geholfen. So simpel sind die Fragen. Wo sind die Schätze, die keine Motte frisst, kein Rost zernagt und kein Dieb stehlen kann? Das Einzige, worauf es ankäme. Dankeschön, Herr Drebermann. Wir machen jetzt eine Musik. Und danach, meine Hörer und Hörer, sind Sie herzlich eingeladen, mit Herrn Drebermann zu sprechen, worüber immer Sie wollen. Rufen Sie uns an.
30 20 00 20. 30 20 00 20. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Wenn Sie mit Herrn Drewermann sprechen wollen, rufen Sie uns an 30 20 00 20. Und wir begrüßen Frau Karin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Lunger. Guten Abend. Guten Abend, Herr Drewermann. Wir hatten schon einige Male gesprochen so in den letzten Jahren. Und Sie haben mir heute so aus meinem Inneren, meinem tiefsten Inneren, so Dinge erwähnt, die ich mal so in meine Worte kleide. Ich bin schon sehr lange geschieden und mein Ex-Mann, wir haben auch gemeinsame Kinder gehabt, unser Sohn lebt und es ist eigentlich so schwer und das hat mir heute so Trost gegeben. Ich tue das, was ich an Möglichkeiten habe. Ich versorge ihn den ganzen Tag, fahre in seine Wohnung. Es ist schwierig und manchmal bin ich auch an Grenzen gestoßen, die ich dachte, die kann ich gar nicht überwinden. Und jeden Abend, wenn ich hier zu Hause bin, bin ich dann so erschöpft, im Angesicht des Todes. Also es ist ein Karzinom, das im Endstadium ist und er will auch in seiner Umgebung bleiben. Ich bin auch aufgeregt. Ja. Dass Sie alles tun, was überhaupt geht. Und wenn Sie so sagen, stelle ich mir ja vor, was Sie auch früher mal angedeutet haben, dass Sie ja im Grunde ein ganzes Krankenhaus ersetzen, an Pflegepersonal, an Sorgfalt, an Begleitung. Stimmt, ja. Und das alles, damit an Ihrer Seite jemand sich behütet fühlen kann. Und das finde ich schön. Er vermittelt es auch jetzt, was immer früher so nach... Ich habe mich scheiden lassen, als unser Kind, unser Sohn 2 Jahre alt war. Und immer, es war nie ein Kontakt möglich. Und ich war vor jetzt guten 4 Wochen auch mit beim Arzt. Ich habe ihn begleitet. Ich habe ihm immer schon angeboten, als er Chemotherapie gemacht hat, ihn zu versorgen, soweit ich in der Lage bin. Er hat es nie immer abgelehnt und jetzt nimmt er es an und das ist für mich auch so wie ein Geschenk. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das alleine verstehen. Ja, unbedingt alleine dieses, weil das eine Zuwendung, eine Hilfsbereitschaft, die Sie all die Jahre gespürt haben, endlich durch diese Abwehrmauer kommt. Allein das ist für Sie eine ganz, ganz wichtige persönliche Bestätigung auch. Ja, endlich fügt sich das zusammen und Sie sind fast dankbar darauf, dass wenigstens der elende Zustand in der Krankheit das jetzt ein Stück weit mit ermöglicht. Endlich finden Sie menschlich zusammen. Ja, das ist genau der Punkt. Das finde ich so schön, nachdem auch jetzt in den letzten Wochen auch viele Aggressionen zwischen unserem Sohn und Vater so einfach, er kriegt nur noch Morphium und ich denke auch dadurch bedingt es natürlich einiges, was sich da entwickelt und das, ja, und ich versuche dann immer irgendwie, ja, zu schlichten, aber nicht in dem Sinne, dass ich auf der einen oder anderen Seite bin und das ist meine Erfahrung, die ich eigentlich aus der Kindheit schon mit in mein Leben getragen habe, seit meiner Kindheit, die Probleme meiner Eltern, irgendwie, ich denke, das ist ein Geschenk, ja, ich sag's mal, des lieben Gottes, dass ich irgendwie in mir habe und mich einfach immer dann so verhalten kann, obwohl ich auch merke, ich bin erschöpft, ich bin kaputt, ich kann auch nicht schlafen, weil mir das einfach auch nahe geht und mich berührt. Und wir hatten vor einigen Tagen, da war unser Junge dann gegangen und dann setzte ich mich zu ihm und dann, er liegt nur noch schon wochenlang und dann sagte er mir, also der Vater,
mein ehemaliger Mann. Stefan sei aggressiv. Und dann sage ich, ich bin noch gar nicht aggressiv, sagt er zu mir. Warum ist denn Stefan so aggressiv? Dann habe ich geweint. Sage, weißt du, Stefan, berührt das sehr. Du bist doch in einem sehr schlechten Zustand, Horst, und wir wollen dir helfen. Und Stefan macht alles. Er fühlt sich observiert, wenn Stefan guckt. Der guckt immer, was Papa gerade macht, wenn er mal sich bewegt, um zum Tisch zu greifen, sich ein Getränk zu nehmen, ein Glas zu nehmen mit beiden Händen. Das ist alles so wirklich schwer auch. Ich kann auch den Jungen verstehen, der guckt und dann sagt er, er fühlt sich so observiert und ich bin doch auch gar nicht aggressiv zu ihm. Da scheint eine Auseinandersetzung natürlich auch zwischen den beiden stattzufinden, die eben nie stattgefunden hat. Aber ich sage, Horst, nein, du bist nicht aggressiv und Stefan auch nicht. Aber ihr werdet dann beide laut und ich versuche es einfach auf meine Weise, wie ich in der Lage bin, das zu schlichten. Ich Sie sage, wir sind beide betroffen. Wir weinen beide. Und ich sage, weißt du, Stefan weint auch. Der ruft mich nachts an und sagt, er kann nicht schlafen. Der weint auch. Der ist traurig darüber, dass das jetzt so dein letzter Weg ist, sage ich zu ihm. Und ich habe dann auch geweint und dann, das ist schwer. Also so viel steht Ihnen ganz sicher fest, weil wirklich böse meint das weder der Horst noch der Stefan und ganz bestimmt nicht Sie. Sie deuten ja sogar an, dass diese Rolle zu vermitteln, Streit zu schlichten, Aggression abzubauen, Verantwortung fast bis zum Übermaß wahrzunehmen, seit Kindertagen Ihre Aufgabe war schon in Ihrem Elternhaus und dass sich das im ganzen Leben beinahe fortsetzt. Wie wenn das ihr Schicksal wäre, genau so zu tun. Und ich denke insofern, einfach, das ist etwas, was mir, ich... Liegt? Nicht liegt, ich weiß nicht. Das ist, von Kindheitstagen, Kindesbeinen an, habe ich mich immer verantwortlich gefühlt. Und irgendwie setzt sich das in meinem ganzen weiteren Leben, hat sich das fortgesetzt. Ja. Ganz unbemerkt. Ja. Also jetzt wird es mir besonders bewusst auch. So glaube ich, dass jetzt in dieser äußerst notvollen Situation, wo Sie jemanden in den Tod begleiten, darauf läuft es ja hinaus. Es ist alles rückt dem Ende nahe. Und man kann es im Grunde nicht verhindern. Man kann es nur menschlich begleiten mit all der Sorgfalt, die Sie aufbieten, dass da etwas zum Tragen kommt, dass Sie nochmal, wie wir beim letzten Gespräch auch ein Stückchen versucht haben nachzudenken, mit Ihnen wenigstens im Ansatz überlegen, was es zusätzlich zu diesem enormen Maß an Verantwortung in Ihrem Leben, an Pflichtgefühl, an Zugewandtheit, an Bemühen, das Äußerste zu geben und zu tun, für Sie selber noch gibt. Sie deuten ja an, das ist sehr schwer. Das ersetzt ein halbes Krankenhaus. Das geht bis in die Nächte hinein und kostet Schlaflosigkeit. Ja. Es kostet eine Menge an Gefühl, nicht nur an Mitgefühl, auch an Traurigkeit, auch mitunter an Hilflosigkeit. Wut, Ohnmacht. Und Verzweiflung und Ohnmacht und Tränen. Und ja. Von daher denke ich, es ist dringend nötig, dass zusätzlich zu all dem, was Sie sowieso tun und was Sie im Prinzip sich gar nicht vermehren noch verbessern lässt, Sie ein Stück auch mal überlegen, was Sie tun, wenn Sie fortgehen mal, raus jetzt aus dem Krankenzimmer, wirklich nach Hause, so wie Sie jetzt anrufen, da sind Sie für sich einmal. Und was machen Sie heute mit der Nacht? Wie vergessen Sie mal die Sorgen? Wie gibt es jetzt ein bisschen auch in Ihrem Leben mal zum Aufatmen, zum Ausruhen, zum Ausspannen, zur Aussicht mal für ein bisschen eigenes Glück? Das muss es geben, Frau Karin, weil sonst wird das zu viel. Auch für Sie. Es schmerzt und zu mich einseitig. Auch alles gut, ja. Ich habe auch Sehnsüchte. Also ich
weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann oder sollte oder kann überhaupt. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich möchte auch mal gern irgendwo weg, so aus meiner Häuslichkeit weg sein und einfach so Ruhe finden. Aber ich finde zum Beispiel auch Ruhe zum Teil jetzt so in den letzten Tagen dort in der Wohnung. Wenn wir alle drei dann, also er liegt und Stefan sitzt, ich sitze, ich lese etwas, ich versuche zu meditieren etwas. Und Stefan liest auch ganz ruhig und dann sagt auf einmal der Vater zu Stefan, ich habe dich ja noch nie lesen gesehen. Also es ist schon auch dort, kehrt auch eine gewisse Form von, Ruhe für alle, denke ich, uns alle drei ein. Ich glaube, Frau Karin, dass das Ihr tiefstes Gefühl von Zufriedenheit ist, vermutlich wirklich seit Kindertagen, dass Ihre Aufgabe war, zu erleben, Sie könnten das wirklich nicht nur versuchen, sondern sogar erreichen, dass alle mal zufrieden sind. Es gibt keinen Streit mehr zu Hause, sondern Sie alle sitzen zusammen und Sie haben das vielleicht sogar mit erreichen können. Das wäre so wunderbar für Sie. Und ist auch und bleibt auch. Trotzdem mache ich noch einen Vorschlag. Wenn es doch ginge vielleicht, dass Sie ein bisschen arbeitsteilig vorgehen. Sie sagen ja, der Horst und der Stefan kriegen sich so leicht in die Wolle. Aber wenn Sie einfach mal denken, es passt der Vater auf seinen Sohn auf und Sie, die Mutter, hat mal ein Wochenende Ausgang. Einfach Feierabend. Dienstschluss. Oder wie immer wir das nennen. Die in Frankreich diskutieren gerade über den 35-Stunden-Tag bei Krankenschwestern und finden das ganz richtig. Aber Sie, habe ich im Verdacht, machen fast das Doppelte und das geht nicht auf Dauer. Lauter unbezahlte Überstunden. Aber genau, das ist auch für mich das Problem. Unser Sohn hatte ja mal einen schweren Autounfall und der Stefan ist auch eben nicht so belastbar. Und das kann ich ihm gar nicht zumuten. Der arbeitet sehr viel und ich bin jetzt in Rente und da bin ich auch in Sorge. Und für beide eben. Das ist schwierig. Ich verstehe, aber zwischen den beiden sollten Sie etwas denken an sich selber, denn sonst hat am Ende niemand was von Ihnen. Das ist dringend nötig, dass Sie selber Orte finden, um nachzutanken. Also wenn wir von Ihrem Auto reden, wäre das sonnenklar. Wenn kein Benzin mehr drin ist, fährt es nicht. Aber wir Menschen glauben immer, das geht noch weiter. Mit gutem Willen kriegen wir sogar ein Auto in Gang, in dem kein Benzin mehr ist. Man muss nur wollen. Und das ist ein großer Irrtum. Vor allem geht es nicht bergauf. Das stimmt, Herr Drübermann. Was Sie vor sich haben, ist ein großer Berg noch. Der ist noch lange nicht hinter Ihnen nach Ihrer Schilderung. Dürfen wir es dabei belassen, Frau Karin? Ja, klar, Herr Longer. Dankeschön. Danke auch. Wir danken Ihnen für den Anruf. Und wir begrüßen Herrn Wagner, guten Abend. Ja, schon guten Abend. Herr Drübermann, ich habe mal eine vielleicht theoretische oder vielleicht auch eine rhetorische Frage auf das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mit dieser Aussage habe ich mich in den letzten Wochen ziemlich lange beschäftigt. Und zwar geht es darum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da bin ich davon ausgegangen oder habe ich mich versucht reinzudenken, wenn ich mich nicht liebe oder weniger liebe als die Liebe, die da sozusagen zum Ausdruck kommt in diesem Gebot, könnte das eventuell eine Legitimation dafür sein, dass ich andere hassen kann, dass ich Gewalt ausübe. In dem Augenblick nämlich, wenn ich nicht so liebe oder wenn ich mich weniger liebe, als die Liebe eigentlich einfordert von mir, wenn ich mich nicht liebe, ist das sozusagen für mich sozusagen eine Rechtfertigung dafür, naja gut, dann, wenn ich mich selbst nicht so liebe, dann liebe ich den anderen auch nicht so und dann habe ich sozusagen die Rechtfertigung oder Legitimation dafür, dass ich auch Hass entwickeln kann. Das beschäftigt mich momentan. Das ist so eine für mich so eine Frage der Auslegung, eine rhetorische Frage, weil mit der Liebe wird ja was festgelegt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich fange jetzt auf, denke darüber nach und stelle für mich vielleicht fest, na gut, ich liebe mich nicht so oder nicht so konsequent oder gar nicht.
Und könnte jetzt natürlich mit diesem Anspruch dann auf andere sozusagen das transportieren. Ja. Wissen Sie, was ich meine? Also ich finde es schwierig, jetzt auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das so angekommen ist, was ich meine. Doch, das ist es. Sie drücken sich sehr klar aus. Und das Problem, das Ihnen vor Augen steht, ist ganz genau umschrieben. Die einzige Schwierigkeit liegt darin, dass es anhand der Bibeltexte, 12. Kapitel bei Markus wäre das jetzt, keine unmittelbare Antwort gibt. Einfach weil die Bibel, historisch zumindest, so psychologisch genau nicht denkt, wie wir die Antwort konstruieren müssen. Ja. Vielleicht skizziere ich mal von Ihrer Frage ein bisschen weg, was im Markus-Evangelium gemeint ist. Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste im Leben? Und er antwortet da im 12. Kapitel bei Markus, indem er zwei Bibelstellen aus dem sogenannten Alten Testament zusammenzieht. Es gilt, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt. Das stammt aus dem Buche Deuteronomium, dem 6. Kapitel. Und dann sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Das stammt aus dem Buche Levitikus, dem 19. Kapitel. Und nun geht schon los. Dein Nächster ist im Alten Testament, im Buche Levitikus, wie man nachlesen kann, zunächst der Stammesangehörige. Mhm. Und so ist das ein Gesetz, das man wirklich erlassen kann. Ja. Gehe solidarisch um mit deinen Stammesangehörigen, so ist das gemeint, denn das ist ja zum Vorteil auch für dich selber. Mhm. So einfach. Zum Vorteil. Was Jesus sich dabei denkt, zum Vorteil, aber was Jesus sich dabei denkt, geht tatsächlich ein ganzes Stück tiefer. Die Montage dieser beiden Stellen ist symptomatisch für die ganze Art, wie der Mann aus Nazareth wohl gedacht hat. Wie überwindet man Hass oder Aggression oder Missverstehen oder soziale Unterschiede? Das Normale ist, wenn man es mit Menschen zu tun hat, man erfindet Mechanismen der Selbstsicherung. Genau. Und dann verschärfen sich die Konflikte, statt sich zu lösen. Mhm. Und darum schaltet Jesus unsichtbar oder ausdrücklich ausgesprochen immer wieder diese andere Ebene, die er vor Gott nennt, davor. Ja. Von Gott her hätte man auch Möglichkeiten, mit Menschen anders umzugehen. Und da wäre jetzt seine Meinung. Es kann Gründe geben, die einem als Kind schon beigebracht haben oder als Erwachsenen gelehrt haben, mit sich selber sehr kritisch, hyperkritisch, ablehnend, rigoros, am Ende sogar voller geheimem und offen ausgesprochenem Hass umzugehen. Man mag sich nicht mehr, man geht sich selbstzerstörerisch, destruktiv. Mhm. Man sollte dann immer noch zu dem Glauben zurückfinden können, dass an einem doch was Gutes dran wäre. Jesus hätte dann gesagt, aber Gott hat dich doch lieb, selbst wenn keiner von den Leuten, die du kennst, das tust. Selbst wenn du sogar gelernt hast, allen anderen zu glauben, du wärst der letzte räudige Hund, nachdem er mit Steinen werfen könnte. Dieser Eindruck stimmt nicht. Wir müssen mal ein ganz anderes Bild malen und mal in die Tiefe gehen. So was hätte Jesus auf Gott verlegt. Oder einen Raum eröffnet, der der eigentlichen Wahrheit eines Menschen gilt. Und wenn wir das mal jetzt psychologisch versuchen nachzuarbeiten, dann glaube ich erstmal, dass Sie im Symptom völlig recht haben. Ein Mensch, der sich selber ablehnt, hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ihm. Also, oder? Sich selber. Nicht annehmen auch. Sich selbst nicht liebt. Ja, der kann auch jemand anderen nicht annehmen. Ja, ja. Das ist die Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt, aber dieses Gebot hätte Bern damals gesagt. Ja, nochmal, Herr Wegner, es ist die eine Möglichkeit. Man kann sagen, ich bin negativ, aber du bist positiv. Das heißt, man nützt die Verehrung, die Hochstellung des anderen, um sich selber zu erniedrigen. Das wäre die masochistische Komponente. Mhm. Es ist durchaus möglich, die Höherbewertung des anderen einzusetzen, um die eigenen Minderwertigkeitsgefühle abzuarbeiten. Mhm. Dann wäre immer noch ein Flehen darin, wenn du, den ich so hochstelle, am Ende mich, der ich so niedrig bin, doch mögen kannst oder sogar als lobende Instanz akzeptierst, also wenn du dir meine Sprüche des Wohlgefallens anhörst mit Wohlgefallen, dann ist ja an mir doch was dran. Also man möchte am Ende, indem man den anderen anerkennt, dass wie in einem fremden Spiegel das hineingeworfene Licht auf einen selber zurückfällt. Insofern haben Sie recht, da ist im Hintergrund doch noch ein Werben um Anerkennung drin. Man hasst sich selber zwar, aber nur bis zu der Grenze, dass man vom anderen widerlegt werden möchte. Ja, ich lese das so, wie dich selbst. Ja, wenn ich das für mich selber erkenne, wie mich selbst. Ja, und bei mir ist
irgendwie eine gewisse Form von Hass, Negativität einfach potenziell da. Die ist da. Und ich erkenne das wie dich selbst. Dann transportiere ich das natürlich auf den anderen. So, jetzt ja, ist natürlich das liegt die Frage, ganz nah. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Also vor allen Dingen die größere Frage, die dann natürlich vorausgestellt ist, ist, was ist Liebe? Und das muss ich natürlich reflektieren. Das muss ich natürlich für mich selber erstmal auch klar kriegen. Ja? Was ist denn die Liebe? Was ist die Liebe? Ja. Nochmal das eine Problem. Ja, nehmen wir noch das eine Problem. Es ist absolut möglich, diese zweite Variante zu leben. Man hält sich selber für negativ und erträgt überhaupt nicht, dass es neben einem selber noch was Positives gibt. Also man verbreitet eigentlich die Negation und dehnt sie auf alle anderen aus. Dann hat man eine gewisse Beruhigung. Wir sind ja alle nichts wert. Ja, ja. Mit uns ist insgesamt nichts los. Ich brauche mich nicht mehr zu schämen, weil es überhaupt keinen mehr gibt, den ich hochachten könnte. Aber ist alles derselbe Dreck. Aber daraus ziehe ich dann auch ein gewisses Hochgefühl. Ja? Kann ja auch und passieren. Da sind Sie raffiniert genug jetzt, Herr Wagner. Denn die Frage, die ich stellen wollte, war sofort, wie kommt denn ein Mensch dazu, sich zu hassen? Sigmund Freud mit Sicherheit hätte gesagt, dass da ein negativer, narzisstischer Selbstgenuss am Werke ist. Genau. Man hat einen bestimmten Standard vor sich. Man möchte etwas Bestimmtes sein. Und damit identifiziert man sich, wenn man so wäre, wie es diesem Standard entspräche, dann könnte man sich mögen. Dann wäre man ein Genie, dann wäre man besser als alle anderen. Dann stünde man an der ersten Stelle und lenkte das Augenmerk aller auf sich. Nun erreicht man dieses Ideal aber nicht. Man hat versagt und nun beginnt der Hass auf sich selber. In aller Regel, wenn Sie nachschauen, sind das die Enttäuschungen, die in Kindertagen sich vorbereitet haben. Der Vater, die Mutter hatten eine bestimmte Vorstellung, wer die Tochter ist, wer der Junge ist. Es kann sein, dass ein Mädchen zur Welt kommt und schon war klar, eigentlich hätte ein Junge zur Welt kommen müssen. Schon beginnt ein Lebenslauf voller Verneinungen. Man soll etwas Unmögliches. Man müsste eigentlich ein ganz anderer Mensch werden, um überhaupt als Mensch akzeptiert zu werden. In die Geschlechterrolle kann sich's hineinverlegen, in die soziale Rolle, in die psychische Rolle, wie Sie wollen. Weil man an diesem Auftrag der anderen erlebt, dass man versagt hat. Schon weil man ein Mädchen ist, schon weil man nur das zweite Kind ist, schon weil man nicht so klug ist wie das andere. Schon weil man in einem Augenblick zur Welt gekommen ist, wo man nicht gebraucht wurde oder überflüssig war oder schädlich sogar, können solche Verneinungen ihre Nahrung gewinnen. Und verinnerlichen sich am Ende in Form von Selbstablehnungen. Und die müsste man auflösen. Ich denke, das wäre, was Jesus gemeint hätte, man müsste Menschen vor Gott stellen. Eine Wahrheit finden, die gütig mal den ganzen Prozess der Selbstnegation, der verinnerlichten Ablehnungen durcharbeitet. So viel kann man sicher sagen, ein Mensch, der sich glühend hasst, ist im Grunde ein Mensch, der genau wüsste, wofür man ihn brennend lieb haben könnte, wenn er nur so wäre. Und die Vermutung ist, in aller Regel, er ist beinahe so. Ganz nur gut, er hat es überhaupt noch nicht wahrgenommen. Ja, ganz kurze aber letzte ganz Frage. Kurz. Bezüglich Wahrnehmung, ist das jetzt ein Punkt, den man als Person, wenn man es selber nicht wahrnimmt, muss man das reflektieren oder braucht man da von außen eine Instanz, die ihn darauf bringt? Die Person. Weil das hat ja immer was mit Selbstreflexion zu tun oder mit selbst auch ein bisschen, sag ich mal, nachdenken oder auch sich selbst in Frage stellen. So. Ja. Wo kommt das her? Also, was ist denn das? Also, muss ich da von außen drauf aufmerksam gemacht werden oder muss ich mich selber verorten, irgendwo wieder auch selbst reflektieren? Man kann ein Stück dahinter kommen. Und Sie selber sind ganz offensichtlich ein nachdenklicher Mensch. Eigentlich steht die Frage ja schon längst im Raum, wofür eigentlich lehne ich mich ab? Und geschieht das richtigerweise? Sind das überhaupt die Inhalte, für die ich mich ablehne? Vielleicht habe ich ja ganz andere Qualitäten. Oder im Vergleich zu dem, was ich mal hätte werden sollen, Fähigkeiten ausgebildet, die viel fruchtbarer sind. Es kann ja zugehen wie in der Geschichte von Hans Christian Andersen vom hässlichen Entlein. Ja. Man hat immer erwartet, dass da eine Ente wird und in Wirklichkeit hat man einen Schwan vor sich. Nur das ganze System der Bewertung war absolut verkehrt. Dass man mal
Perspektiven gewinnt, die wirklich gerecht sind und der eigenen Person auch gemäß. Sowas kann man selber hinkriegen. Aber ich glaube, aber Sie, das ist ein bisschen so viel wie... Wir müssen auch unterbrechen, Herr Wagner. Oh, ja, gut, okay. Ja, noch eine Frage. Die aber lassen wir noch ganz zu. Kurz noch. Ja? Eine ganz kurze Frage. Ich will mich jetzt nicht höher stellen als andere Menschen oder sowas, aber mir geht es trotzdem manchmal wirklich so, dass ich dann denke, naja gut, ich zweifle, ich denke nach und sowas und dann ist man mit anderen Menschen konfrontiert, wo man das Gefühl hat, naja, die leben dann ihr Leben. Gut, ich lebe mein Leben auch, und aber immer diese Frage, naja, reflektieren die das vielleicht auch so wie ich oder könnten die vielleicht auch mal einen Zweifel hegen? Weil da immer ich das Gefühl habe, naja, die sind dann so und die denken dann so und dann ist Schluss, aus, Ende. Und dann frage ich mich immer, naja, können sie nicht doch mal einen Schritt weiter tun? Yeah. Ja, das verstehe ich sehr, sozusagen. Ja. Und ja, da stoße ich natürlich an Grenzen. Da stoße ich natürlich an Grenzen und man weiß ja ganz genau mit dem Sachen, dass man jetzt jemand anderen versucht, irgendwie auf eine andere Schiene zu bringen, sozusagen, da stößt man natürlich an Mauern, weil jeder hat sein Weltbild sozusagen, und das meinte ich jetzt mit der Reflexionsfähigkeit, über nochmal darüber, nochmal nachzudenken. Ja, dass sie oft sich sehr alleine fühlen, weil für ihre Art nachzudenken, Gespräche zu führen, sich so schwer ein Gegenüber findet. Genau. Und ich kann sehr verstehen, dass sie den anderen gönnen würden, die Nachdenklichkeit, die sie mitbringen, auch mal auszuprägen. Dann wäre so viel Gemeinsamkeit. Mir scheint aber erstmal, dass darin ja schon eine Stärke liegt. Also wenn wir auf die Suche gehen, was kann ein Mensch bei sich selber mögen, stellen wir gerade fest, Nachdenklichkeit ist etwas menschlich sehr Wünschenswertes. Und davon besitzen sie eine ganze Menge. Dankeschön. Das nächste ist, es ist die Frage, wie kann man den anderen in ein Gespräch verwickeln, das ihn aufschließt. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen einfach oberflächlich dahin dämmern. Ja, das ist die große Kunst. Wenn man, wenn man sie einlädt, von dem zu reden, womit sie sich wirklich beschäftigen. Ja. Mir geht das ganz oft so. Ja. Da bin ich ganz erstaunt, was für Kunstwerke von Existenz, von Leben ich da vor mir sehe. Ich hätte das nie geglaubt. Ja, also von außen denkt man, der Mann sitzt jetzt nur in der Kneipe, ist ein primitiver Charakter. Also nein, nicht. Nee, genau, es geht nicht. Hört man ihm ein bisschen zu, ist man... Müssten wir uns wirklich verabschieden. Herr Drübermann, ich danke Ihnen. Dankeschön, Herr Wagner. Dankeschön. Ne? Bis zum nächsten Mal. Jo. Und wir begrüßen Frau Monika. Guten Abend. Guten Abend. Ich musste fast lachen, weil das sind genau solche Themen, die mich auch betreffen, von wegen mich nicht mögen und mich hassen und mich ablehnen. Und das tue ich im Moment mal wieder, indem ich halt mal wieder meinen Körper beherrsche oder mich ablehne. Ich fühle mich zu viel und ich hungere mal wieder. Und das Problem habe ich ja nun schon... über 2 Jahre, und die Probleme von anderen haben mich damals immer satt gemacht, die haben mich aufgefressen, und nun hungere ich dann immer wieder mal, und zeitweise esse ich dann mal wieder, auch nicht gerade gesund, weil ich dann immer Angst habe zuzunehmen. Nun habe ich festgestellt, ich habe doch wieder zugenommen und habe dann halt mal wieder angefangen zu hungern. Naja, und je nachdem, also jedenfalls, ich hasse mich auch selber. Vielleicht ist das auch sowas wie, wenn man mich damals als Kind oder Jugendliche mich immer gehasst hat, mich hässlich gefunden hat, mich immer geärgert, gestimmt, was auch immer. Ich glaube, ich führe dasselbe immer wieder mit mir selber durch. Ich lehne mich ab, ich kann mich nicht leiden. Ja, und ich stecke mal wieder drin. Fest. Und helfen lassen tue ich mir auch nicht unbedingt. Ich denke dann immer, du schaffst es schon. Du schaffst das ganz alleine, und ich komme aus allem wieder ganz alleine heraus, und dann hast du ein paar Kilo abgenommen, dann kannst du wieder essen. Naja, und es ist ein einziger Teufelskreis. Also ich treibe das immer so weit, das bis zur Grenze, und ich kriege dann immer wieder die Kurve, aber in Wirklichkeit kriege ich sie wohl doch nicht. Ja, dass sie sich in jedem Falle sehr alleine fühlen.
Und wenn ich so zuhöre, habe ich den Eindruck, es ist in Ihrem Leben eigentlich noch nie wirklich darum gegangen, Räume mal zu schaffen oder überhaupt herauszufinden, wo Sie sich wohlfühlen. Oder etwas tun, das tatsächlich Ihrem Geschmack entspricht. Wenn wir über Nahrung, über Essen reden, das sind ja ständig Maßnahmen zum Abnehmen. Dann sagen Sie, die Probleme der anderen haben mich aufgefressen. Dann sagen Sie, die anderen seit Kindertagen haben mich irgendwie abgelehnt. Und dabei suchen Sie so sehr, auch wenn Sie auf die Waage gehen und sagen, ich will mein Gewicht reduzieren, dass es doch etwas gibt am Ende, mit dem Sie zufrieden sein könnten oder sich vorzeigen könnten. Und wenn wir mal denken, es gäbe Essen oder Nicht-Essen, Waage oder Nicht-Waage, es gäbe einfache Wünsche in Ihrem Leben. Mir scheint, davon ist viel zu kurz gekommen, weil die Frage, was denken die anderen und wollen die von mir, immer eine Riesenrolle gespielt hat. Ja. Aber beim Essen zum Beispiel, was würde Ihr Appetit Ihnen am liebsten auf den Tisch stellen? Oder was sind die Dinge, die Sie morgen, wenn schönes Wetter ist in Berlin, der Wetterdienst verheißt uns das, einfach beim beginnenden Frühling mal zu tun wären? Oder eben war die Rede von Bücherlesen. Was sind Inhalte, mit denen Sie sich gern beschäftigen würden? Kurz, wie könnten Sie Ihr Leben mal verbreitern, statt noch dünner zu machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich denke immer, mein Leben ist ja wirklich so uninteressant, nur voller Probleme, voller Schokolade, ne? Und so voller Mist und langweilig und immer nur kämpfen und immer nur sich zur Wehr setzen oder dieses dieses Hungern nach Geborgenheit, dieses Hungern nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wärme, nach Menschen, die mich lieb haben. Na, das ist es doch, Hungern. Ich hungere doch immer nur. Und dann und ich hungere dann auch in Wirklichkeit. Ja. Das wäre natürlich ich glaube, ich komme da nicht weiter. Es wäre wunderbar, es gäbe Menschen, bei denen Sie spüren könnten, egal wie das früher war, in deren Gemeinschaft kann ich ein Stück mich aufgehoben fühlen, so wie Sie mit dem Anruf das ja versuchen. Man kann von sich reden und man kann eigentlich voraussetzen, der andere versteht das nur allzu gut. Irgendwo kennt das ja jeder Mensch. Dass Sie sich sehr alleine fühlen, ist sonnenklar, aber wenn die anderen mal ehrlich wären, die Leute, die uns zuhören, irgendwo geht das ja jedem so. Und vielleicht ist es am allereinfachsten, wir fangen gleich heute Abend oder morgen früh damit an, dass Sie gar nicht warten, wer ist mal nett zu Ihnen, sondern Sie sind es zu sich selber. Also was Sie mit der Schokolade versuchen, klingt natürlich ein Stück kindlich, aber ist ja gar nicht so falsch. Wie versüßen Sie sich das Leben? Nur ausgedehnt, nicht mit Essen nur, sondern durch alle möglichen Inhalte, die mal schön sind. Wo gibt es Dinge, die Sie mögen können, ohne sich dafür verteidigen oder durchsetzen zu müssen? Die nicht Kampf voraussetzen, sondern wo Sie einfach mal dem nachgehen, ganz buchstäblich, was Sie für sich an Schönem, an Interessanten, an Glücklichem genießen können. Also ein Sitzen auf der Parkbank, zuschauen, wie die Enten am Teich schwimmen, wie die Vögel anfangen jetzt zu verrippen und schon dabei sind, Nester vorzubereiten. Das alles sind so wunderbare Dinge. Ich war gestern zum ersten Mal, ich wohne nun fast auf den Tag genau ein halbes Jahr in Berlin. Und gestern bin ich zum allerersten Mal spazieren gegangen, im Park, in Friedrichshain. Ich habe gedacht, und mein Gott, es war schön. Und davon rede ich viel mehr davon. Ja. Weil das finden Sie auch. Ein halbes Jahr und ein Spaziergang, das ist zu wenig. Ganz simpel. Zu wenig. Aber ich habe auch kleine Schritte gemacht. Ich habe jetzt endlich ein Kirchencafé gefunden und ich habe mich jetzt endlich reingetraut. Ja. Und morgen ist es das dritte Mal, wo ich da alleine hineingehe. Das versprechen Sie. Morgen ist das dritte Mal, dass Sie in Friedrichshain durch den Park und ins Café gehen. So machen wir es. Und ich schlage jetzt einfach mal vor, dass Sie solche Dinge, wo Sie spüren, ich habe doch ein bisschen Freude an mir selber, einüben.
Und dann wird's den anderen auch auffallen. Die Frau Monika ist eine Frau, die strahlt ein Stückchen Freude aus. Schon kommen auch andere viel leichter auf sie zu. Also wenn man sieht, wie jemand finster durch die Welt geht, vermuffelt ist, verängstigt und verschüchtert, da traut man sich ja beinahe gar nicht, den anzureden. Aber wenn Sie sitzen im Café und gucken in die Runde, warum soll nicht jemand sich dazusetzen? Und denken wir beide, beginnen jetzt mal, in Hamburg würde man sagen, Klönsnack. Oder reden davor habe ich immer noch viel zu große Angst. Wenn sich jemand in meine Nähe setzt, dann kriege ich Angst. Weiß auch nicht warum. Ich bin blöd. Ja, na, es war so vieles, wenn Leute auf sie zukamen, das ängstigend war, nehme ich an, und wehgetan hat. Na klar. Aber richtig, es gelte, Erfahrungen mal zu machen, die anders sind. Und das beginnt mit solchen, wie soll ich mich ausdrücken, buchstäblich Bewegungen. Spaziergang, draußen Frühling, draußen Kaffee besuchen. Kontakte nicht unbedingt fluchtartig meiden und ein bisschen Freude an sich selber. Und dann beginnt das Essen auch wieder. Ich habe mich vorhin schon mal gefragt oder gestern, was war eigentlich vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren, wo du einfach pummelig warst und jetzt hast du nur noch ein Fliegengewicht von 50 Kilo. Und damals habe ich 68 gewogen. Da habe ich einfach gegessen und ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber seit über 2 Jahren mache ich mir nur noch Gedanken darum und das Leben dreht sich nur noch darum. Ja, ich engel mich selber ein. Und das stimmt, Sie haben recht, ich muss mehr Schönes tun, expansiver, nach draußen, nicht nach eingeschnürt. Und nicht immer eingeschlossen in mein Zimmer, ich weiß. Ja. Und vielleicht schaffe ich das, vielleicht sogar schaffe ich es weiterhin ohne Hilfe. Ich kann Hilfe so... Und dann lassen Sie wieder von sich hören. Es ist ganz viel wert, wenn Sie sagen, das Stück Kuchen, das ich im Café mir gönne, das ist besser als die 3 Stücke Kuchen, die ich einsam hastig in mich reinschlinge oder die Tafel Schokolade, die ich... Ja. Also, wie gesagt, ich verweigere ja das Essen und ich verbiete mir einfach so viel. Ich schaffe es schon. Ich gebe nicht auf. Wobei das Verbieten auch eine Hintertür im Grunde ist. Ich kenne eigentlich niemanden, der auf solche Reduktionsprogramme setzt, der 18 Kilo abnimmt, um nicht sich zu beweisen. Jetzt habe ich doch die Figur, die schlank genug ist, dass man wieder anfängt, mich zu mögen. Also irgendwie möchte man durch einen ganz schmalen Türspalt sich doch zurück ins Dasein trauen. Aber Sie haben völlig recht, das wird ein Rückzug. Viel besser ist, nach gerade vorn zu gehen. Na, ich werde es schon schaffen. Dankeschön. Bitte. Mhm. Tschüss. Wiederhören, Frau Monika. Schön, Frau Monika. Und wir machen jetzt eine Musik und dann sind Sie wieder eingeladen, mit Herrn Drewermann zu sprechen. 30 20 00 20. Und wir treten in die letzte halbe Stunde der Nachtgespräche mit Eugen Drewermann und begrüßen Herrn Zimmermann. Guten Abend. Genau. Guten Abend, Herr Bongard. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Eugen Drewermann. Es ist erstaunlich, was Sie in Ihrem Prolog eigentlich sagen. Sie sagen unglaublich wichtige Dinge, aber Sie wissen selber, dass eigentlich schon alles, was die Menschen betrifft, viel zu spät ist. Sie sind für mich auch ein Don Quixote. Nehmen Sie mir das nicht übel. Wie darf ich Sie verstehen? Indem Sie gegen eigentlich ankämpfen, Sie wissen, dass ich das symbolisch meine, gegen eine Macht, die in den Menschen sich breit gemacht hat, im Hochmut, in der Ungeduld, in der Eile, in der Aggressivität, in der Gewalttätigkeit, die kaum noch zu ertragen ist. Sie kämpfen, sie sind für mich, wie ich zu meinen Freunden sage, eigentlich der letzte Heilige.
Wie ertragen also, Sie das selber? Pardon, ich wollte noch eins ganz kurz sagen, dann werde ich schweigen. Wie ertragen Sie, dass die Menschen diese Sanftmut empfehlen, die wunderbar ist, das Einzige auf der Welt, durch die Menschen auch nur existieren können, diese Tiefe im Gefühl, diese unglaubliche Sehnsucht nach Sanftheit und selber, was mich ganz wütend macht von anderen Menschen, die zu mir sagen, der Eugen Drewermann kann auch dagegen nicht mehr ankämpfen. Auch er wird verlieren. Ich höre Sie selber jetzt so reden, Herr Zimmermann, dass Sie eigentlich eine Welt brauchen und verlangen, wie lebensnotwendig, die geprägt ist durch das Gegenteil von Ungeduld und Eile und Aggressivität, sondern wo Sanftheit oder Verstehen oder Güte mindestens versucht werden zu leben. Ich glaube, ich bin ein Verlorener wie Sie. Oder vielleicht sind Sie ja auch ein Verlorener wie ich. Pardon, aber ich ertrage teilweise die Aggressivität, die Ungeduld, die Intoleranz, Gewalttätigkeit, Hochmut der Menschen kaum noch. Ich gehe hilflos, verzweifelt durch die Welt. Ja, und dass Sie die anderen oft erleben, ich drücke mich jetzt mal so grob aus, viele ihrer wie gemobbt von den anderen. Ja. Ja, ich selber erlebe mich so nicht, aber ich versuche mir mal das Bild jetzt so eigen zu machen, von dem ich Sie sprechen höre. Ja. Dass Sie sich empfinden wie auf verlorenem Posten. Auf anderen und zwar Planeten, nicht, weil ja. Wie fremd unter den Leuten. Ja. Wie ausgesetzt und fremd irgendwie. Und die Frage ist dann, wo gibt es überhaupt eine Adresse? Ja. Ausgesetzt und wehrlos auch. Hilflos oft. Aber und auch inwendig oft voller Ärger, nicht verstanden zu werden, wo sie so viel Gutes eigentlich zu sagen hätten und zu tun versuchen. Aber auch manchmal voller Wut, wenn ich an die Hochzeit von Kanaan denke. Was verbinden Sie damit mit der Hochzeit von Kanaan? Ein großes Wunder, einen großen, wunderbaren, wunderschönen Menschen, ein wunderschönes Wesen, der in aller großen Bereitschaft und Güte anderen Menschen etwas Gutes tat, ohne davon einen Vorteil haben zu wollen. Großer, gütiger Geist. Ja. Vielleicht erzählen wir das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die so bibelkundig nicht sind. Es gibt im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums die Geschichte, auf die Sie anspielen. Jesus war mal eingeladen bei einer Hochzeit und die Leute hatten keinen Wein mehr. Das war sehr peinlich natürlich. Aber bitte entschuldigen Sie. Und das Gastgeber. Und Jesus hat jedenfalls Wasser in Wein verwandelt, so erzählt die Geschichte. Und das meinen Sie, jemand, der einfach Freude schenkt, aber ich möchte der das Sie bitten, Unglaubliche fertig... Ich möchte Sie darum bitten, dass ich nicht darauf anspiele, denn ich würde in der ganzen Intensität des Geistes, des menschlichen Geistes, jedes Wort, das ein Mensch sagt, muss ernsthaft sein, niemals anspielen. Ich meine das ganz ernst. Ja, natürlich. Natürlich, aber dass Sie das zitieren, pardon, so meine ich, verzeihen. Dass Sie das berühren als Beispiel. Ja. Und da das nicht allen bekannt ist, setze jedes ich mal Wort, voraus, dass ein die Mensch, uns... dass ein ernsthafter Mensch sagt, so wie Sie es auch tun, muss ernsthaft sein. Es darf keine Lüge geben. Ja, natürlich. Aber wenn wir schon an solchen Dingen sind, spielen ist ja nicht unbedingt unernst. Vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg, auch mal zu sehen, wie wir mit diesen Problemen von Hochmut und Ungeduld der anderen ein Stück umgehen. Es gibt Tierpsychologen, vielleicht ist das ein guter Vergleich, die untersucht haben mal, was Robbenbabys machen. Und haben herausgefunden, dass die natürlich üben, wie man Fische fängt. Und sie tun das ganz verspielt. Die Robben stammen eigentlich ab von Vorfahren, die auf dem Lande lebten und von denen auch die Bären abstammen. Sie sind wie Bärenkinder im Wasser. Aber das Entscheidende jetzt, die Verhaltensforscher haben beobachtet, dass die kleinen Robbenjungen eigentlich nur dann spielen, wenn sie in der Nähe ihres Muttertieres sind, also wenn sie sich relativ behütet fühlen. Spielen setzt offenbar voraus, dass man Vertrauen hat, dass es eine Zone von Sicherheit gibt, von Unbekümmertheit, und dann kann man mit relativem Wagemut mal rumplanschen.
und was Neues versuchen. Großer Spaß und Fantasie. Großer Spaß und Fantasie. Und ich denke, wenn davon mal was sich ausbreiten würde in Bezug zu den anderen Menschen, man könnte mit denen spielen, warum nicht? Das würde an Ernst überhaupt nicht verlieren. Im Gegenteil, man setzte sich aufs Spiel. So kann man ja auch im Deutschen sagen. Ja. Man probierte mal mit ein bisschen Vertrauen an der Seite der anderen was Neues. Das wäre doch eine wunderbare Sache. Selbst Aggressionen unter Jungs werden ja in aller Regel erstmal durchgespielt. Man spielt mit, weiß ich, 12 Jahren Indianer immer noch oder liest Karl May darum. Man spielt Fußball, auch das ist ja ein Kampfsport eigentlich. Kurz, man misst im Rivalenvergleich, wo man eigentlich steht. Es passiert überhaupt nichts Schlimmes, aber man spielt. Ja, und ist deswegen aggressiv, ohne dass man dem anderen wehtut. Mit großen, gütigen Lächeln, denn ich begreife nicht, weshalb das es möglich sein kann, wenn ich ein versuche, ein Verständnis für andere Menschen zu haben, auch wenn ich sie nicht kenne, ich habe für sie ein Lächeln, warum so etwas nicht erwidert werden kann. In der ganzen Leichtigkeit, die eine Menschheit, auch Künstler, ich arbeite am Theater, haben können, und warum das nicht möglich sein kann. Ich glaube, dass sie ganz viel Mühe sich geben, aber dass dieses Wort, ich habe oft ganz viel Angst, ihnen im Wege steht. Und das merken die anderen natürlich. Sie lächeln die an, aber die spüren natürlich die Unsicherheit, die drin liegt, oder auch das Flehen um Anerkennung. Und dann glauben sie ihnen das nicht, dass sie einfach jetzt nur fröhlich wären. Und das stimmt ja auch nicht. Sie müssen sich große Mühe geben sogar. Und es ist immer ganz riskiert, wie ein Gang überm Hochseil. Deswegen denke ich oft, es müsste eine Zone geben, wo Seiltanz, ja. Es müsste eine Zone geben, wo sie mit anderen Menschen mal das realisieren könnten, was sie wirklich wünschen. Zusammensitzen und Gespräche führen, bei denen deutlich wird, so verstehen sie die anderen. Und die anderen wieder verstehen sie ein Stück. Kurz, dass das, was wir jetzt heute Abend machen, sich fortsetzen könnte. Ja, ich wollte Ihnen noch kurz vielleicht in einer Gruppe, die aufgeschlossen ist für solche Dinge. Für Gefühle, für Gedanken, für philosophische Themen, religiöse Themen. So was müsste es doch geben. Und wo man ihre Eigenart wertschätzen könnte. Intensität des Geistes. Und ich möchte Ihnen eines noch sagen. Ich habe wohne im Weddingen, hier gibt es die Osterkirche, evangelische bei mir um die Ecke. Und ein löwenmähniger Pastor begegnete ich in der Kirche, ich ging mit meinem Hut hinein und sagte, Sie können, ich höre dem Orgelspiel gern zu, sagte, setzen Sie sich dazu. Mhm. Und er lächelte. Mhm. Er war unglaublich offen. Und ich verließ die Kirche, ich sagte, ich nehme meinen Hut ab, er sagte, müssen es nicht tun, wenn sie nicht wollen. Mhm. Ging auf die Straße, er kam mir entgegen und wir winkten uns zu. Ja. Ich empfand das als unglaubliche, wunderbare Geste, die es überhaupt noch geben könnte. Ja, und wenn wir jetzt mal denken, sie machen sich auf die Suche nach Löwenmanien-Pastoren und der ist ja auch alles, ganz allein. Alles wahr, alles zur Kenntnis. Sie sind unglaublich. Und sowas suchen Sie im Grunde. Herr Zimmermann, wenn wir jetzt mal denken, gleich vor Ihrer Haustür ist die Kirche, in der Dinge stattfinden, die Sie mögen könnten. Da redet man über die Bibel, da redet man über sich selber, da hört man dem Orgelspiel zu, da grinst man mal aus Freude am anderen und das stimmt auch. Oder klopft sich auf die Schulter und versteht sich ganz prima. Man fühlt sich eingeladen, dass Sie sowas wirklich mal machen. Ja. Weil ich finde es wunderbar, weil man kann auch mal das etwas niemals grob schlecht, ich darf man das niemals tun, aber man kann sich, wie Sie am Anfang sagten, wo wohnt Gott? Gott wohnt bei mir um die Ecke, wohnt in meinem Gefühl. Mhm. Nur die meisten Menschen wissen, haben längst vergessen, dass es einen Gott gibt. Ja. Und wenn wir jetzt noch dabei sagen, Ihr Gefühl möchte eigentlich sich mitteilen, dann käme uns, glaube ich, Gott ganz nah.
das ist ein, die Einsamkeit, glaube ich, ist das schlimmste Problem, dass die Menschheit, all den Menschen, denen ich begegne, das sagten Sie auch, mit anderen Worten im Anfang, das größte Problem ist, die Menschheit ist für auch die ganz, die alle, jeder Mensch bleibt ja sensibel, er wird ja nicht insensibel oder stumpft ja auch nicht in Wirklichkeit ab. Aber die Einsamkeit ist das größte Problem der Menschheit. Und das Schlimme ist, wenn man sich einsam fühlt, weil man denkt, keiner versteht einen. Oder man möchte etwas sagen und mitteilen und die anderen, wenn sie sagen, hochmutig, stehen dann nur und grinsen blöde. Oder machen ein Klein dafür. Ich glaube, der Hoch, dieser Hoch... Können wir uns kurz fassen, Herr Zimmermann? Ja, verstehen wir machen sie? Ende. Ja? Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen sehr. Halten wir, gute Nacht. Halten wir diesmal fest, es ist um die Ecke vielleicht. Dieser Löwenmanie-Pastor, das war zumindest die Tür, durch die es vielleicht weitergeht. Ich danke sehr. Dankeschön, Herr Zimmermann. Und wir begrüßen Frau Rathlow. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Ich habe so manches auf dem Herzen, worüber ich gerne mal mit Ihnen sprechen würde. Ich habe mich also zugeschaltet, kurz nachdem Sie Ihren wunderbaren Vortrag schon begonnen hatten. Und also es ist wundervoll, was Sie alles gesagt haben. Es umfasst eigentlich unser ganzes Dasein. Und Sie haben auch sehr ausführlich über das Mitleid gesprochen. Und das ist ja ein so fürchterliches Problem, weil ja kaum jemand Mitleid vorlebt. Die Menschen sind entweder arbeitslos und mutlos oder im Elternhaus werden Kinder gar nicht mehr liebevoll erzogen, jedenfalls sehr häufig, weil vielleicht beide arbeiten. Also es ist traurig, dass es so wenig Mitleid auf der Welt gibt. Und ich habe ja mitunter Gespräche über Dinge, die mich bewegen, die ja eben auch mit Religion zusammenhängen oder mit vielen Religionen. Sie haben ja einiges über den Buddhismus auch geäußert. Und ich habe mal einem Vortrag zugehört, der übers Fernsehen gebracht wurde. Das gibt ja genau wie im Christentum verschiedene Abzweigungen oder Richtungen im Buddhismus. Und was ich sehr bemerkenswert eigentlich fand, ich glaube, ich irre mich nicht, wenn ich gehört habe, dass Sie den Buddhismus als eine religiöse Richtung angesprochen haben, während dieser Buddhist aus dem asiatischen Bereich sagte, dass Sie eigentlich Atheisten seien, weil Sie Buddha nicht als ihren Gott sehen, sondern als ihren Lehrer. Und nun wollte ich mal Sie bitten, mir zu sagen, wie Sie darüber denken. Das ist aber nur eins, was ich noch fragen wollte. Es lohnt sich sehr, weil über diese wichtigen Fragen doch des Vergleichs der Religion, des Gesprächs zwischen den Kulturen ganz merkwürdige Widersprüche auftauchen können. Es ist richtig, dass der Buddha historisch, also Prinz Siddhartha Gautama, nicht gewollt hat, dass man ihn verehrt. Als er gestorben ist in Kusinara, so wird jedenfalls überliefert, waren dies die letzten Worte an seinen Schüler Ananda. Die Jünger waren traurig, als der Buddha starb, aber er selber soll gesagt haben, war nicht dies Ananda meine Lehre all die Zeit über, waren nicht dies meine Worte. Alles, was zusammengesetzt wurde, wird sich wieder auflösen. Drum, ihr Schüler, strebt ohne Unterlass. Ihr selber seid eure Leuchte. Der Buddha wollte nicht, dass man sich entzündet an ihm, sondern dass man die Erfahrungen, die er vermittelt hatte, im eigenen Leben macht und dass es dann stimmt. Man sollte nicht immer wieder sich berufen auf den Buddha, sondern auf das, was man selber erlebt hat. Insofern ist der Buddhismus eine Erfahrungsreligion. Das ist schon mal das Erste. Es gab im Anfang natürlich deswegen keinerlei Verehrung, geschweige denn eine Vergöttlichung des Buddha. Mhm. Aber das ist dann, wie in den Religionen üblich, sehr rasch daraus geworden. Im großen Fahrzeug, im Mahayana-Buddhismus, wie man es nennt, in der Form, in der der Buddhismus sich in Hinterindien ausgebreitet hat, nach Norden bis nach China vorgedrungen ist, wird der Buddha verehrt.
Es gibt himmlische Gottheiten, die in ihn inkarniert sind. Es gibt entsprechende Legenden, die sich ausbreiten. Die Stupas werden errichtet, die den Buddha zunächst einmal gestaltlos dann doch in Erinnerung rufen. Und vor allem wird im tibetanischen, im diamantenen Fahrzeug, im Vajrayana-Buddhismus dieses System der himmlischen Erscheinungen für unsere Begriffe enorm noch ausgedehnt, verkompliziert. Dennoch bleibt der Buddhismus im Kern eine Erfahrungsreligion und überzeugte Buddhisten werden immer wieder sagen, es kommt nicht auf die Bilder an, sondern wie man sie interpretiert. Der Buddhismus möchte eigentlich lehren, dass man all die Vorstellungen auflöst. Und da gibt es einen Kern, den man nach unserem Maßstab im Westen vielleicht sogar mit Atheismus bezeichnen kann. Der Buddha wollte, dass alle Vorstellungen auch von göttlichen Mächten sich auflösen. Es sollte nichts unser Leben von außen beherrschen, sondern es sollte so durchsichtig und frei werden bis auf den Grund. Wenn wir so etwas hören, sind wir geneigt, dem Buddhisten vorzuwerfen, dass sie eine negative Religion wären. Mhm. So hat der Papst in seiner Ostasienreise das wirklich mal formuliert, mit großem Widerstand dann bei den buddhistischen Mönchen auf Sri Lanka, dem Theravadin-Buddhismus, der der historischen Wurzel am nächsten steht. Natürlich fühlten die sich nicht verstanden. Wenn wir mal denken, was wir alles für Götter schon gehabt haben oder was wir im Christentum mit Gott bezeichnet haben oder was wir mit Recht und Ordnung begreifen oder wie wir gerade dabei sind, einen monumentalen Krieg gegen das Böse zu führen, die Terroristen zu jagen. Wir üben ständig Gewalt aus, indem wir heilige Begriffe dafür buchstäblich ins Feld führen. Missbrauchen. Dann wäre es doch ein Missbrauchen, ja. Aber das wäre ja dann ein Riesenfortschritt, wenn wir mal dahinter kämen, was sich in unserer Seele wirklich abspielt. Und das wollte der Buddha. Dass wir das ganze Haften an Obsessionen, würden wir psychoanalytisch sagen, an Zwangsvorstellungen, an Formen von Inhalten, die uns besetzt halten, weil wir sie nicht im Ich integrieren, nach und nach auflösen und zu uns selber als Ich zugehörig überhaupt erkennen lernen. Und dann hätte der Buddhismus sogar noch parat zu sagen, dass auch unser Ich eine Illusion ist. Wir müssten frei werden, auch von den Zwangsvorstellungen. Es geht jetzt um unsere Persönlichkeit, um die Ich-Durchsetzung, um unsere Ego-Ziele. Wir müssten uns beweisen an den anderen. Der Buddhismus ist psychologisch, glaube ich, die am tiefsten reflektierende Religion, weil sie all die Illusionen beseitigt. Und nicht mit Gewalt, nicht durch Kulturkampf, nicht durch Ausrottung von Götzen, sondern durch weise Werden im Inneren. Durch Abschmelzen des Schnees, durch Auflösung der Kälte. Insofern ist der Buddhismus negativ, wenn man so will. Ja, ich empfinde den Buddhismus manchmal als lebensfeindlich und inaktiv. Und ich stelle mir vor, wenn ich hier auf dieser Kugel ins Leben gerufen wurde, dann kann ich mich nicht davon abwenden. So kann man empfinden. Und vielleicht gibt es Züge, vor allem im indischen Buddhismus, die auch so sind. Wenn Sie so wollen, ist das die erste Stufe. Man muss erst mal eben an was Rechtes tut, sich über sich selber klar werden. Aber dann darf man nicht vergessen, dass es im Buddhismus diese zwei Ideale gibt, die alternativisch sind, die in Konkurrenz stehen. Der Buddhismus möchte, dass wir heraustreten aus all den Zwängen, die wir von außen her übernommen haben, aus dem Rad des Leidens. Ja. Das ist, wenn Sie so wollen, inaktiv nach außen. Es soll überhaupt der Mensch nicht mehr verflochten werden, jetzt mit den Wirtschaftszwängen, mit den Gesellschaftszwängen, mit den Machtspielen. Wer das als Unfug durchschaut, ist unserer Gesellschaft eigentlich gefährlich. Er tritt nicht mehr in den Wettbewerb ein, er will nicht mehr viel Geld verdienen, er will auch nicht auf der Karriereleiter emporkommen, er ist nicht zu ködern mit Zuwendungen, mit Parteispenden oder was uns dazu einfallen kann. Ja, was macht man mit einem solchen Menschen, der all das nicht glaubt, was all den anderen so wichtig ist? Ein solcher Mensch ist gefährlich, wie Jesus von Nazareth oder der Buddha, wie sie alle gefährlich waren. Das andere Ideal des Buddhismus ist das des Bodhisattva. Man ist ein Weiser, ein Bodhi, ein Buddha geworden. Aber nun nutzt man die Erkenntnis, gerade indem man begreift, wie tief die Menschen leiden, indem man
die anderen bei der Hand nimmt. Entsprechend der Vorstellungsweise, der Ausdrucksweise des Buddhismus, müsste man sagen, ein Bodhisattva ist ein Mensch, der darauf verzichtet, selber befreit zu werden und sich noch einmal einlässt auf das Leid der Welt, das Leid der Menschen, aus lauter Mitleid. Mhm. Das ist im Buddhismus genauso ein vorbildliches Ideal. Mhm. Alle Bodhisattvas waren ja Menschen, die sich um das Leid der anderen gemüht haben. Also dieser Welt zugehört haben. Ja. Und dann bleibt die Frage an den Buddhismus, kann man eigentlich so selbstgenügsam sein, dass man glücklich wird, während noch Menschen leiden? Und das kann man eigentlich nicht, dann wäre man auch kein allzu guter Buddhist. Mhm. Dann habe ich jetzt. Wenn wir jetzt sagen, es gibt keinen Gott im Buddhismus, müssten wir sagen, es gibt keine Vorstellung, die etwas festschreibt. Aha. Und wenn wir das übertragen ins Christentum, müssten wir erinnern an vieles, was die Mystiker gelehrt haben. Meister Eckhart zum Beispiel. Er hat gemeint, man müsste über Gott hinausgehen, um die Gottheit zu finden. Also das wäre im Christentum ungefähr um 1300 die engste Verwandtschaft, die ich zum Buddhismus sehe. Ja, dann habe ich noch eine andere Frage. Ich habe im Bekanntenkreis einen Herrn, der war mal Religionslehrer. Und wir haben auch schon öfter diskutiert über Verschiedenes. Und zwar, es geht ja immer wieder darum, also und da leide ich eigentlich auch drunter. Ich meine, mir geht es so, wenn ich das mit anderen Ländern oder weiß ich, mit anderen Völkern vergleiche, geht es mir gut. Aber trotzdem geht es mir irgendwie nicht gut, weil ich über manches nachdenke, was mich, ich will schon sagen, also belastet. Ich habe diesen Menschen gefragt, also mit Gut und Böse, ja, dass die unschuldigen Menschen immer leiden und dass ich nicht begreife, dass ein Gott das und in diesen Inferno-Zeiten, muss man ja schon sagen, wenn man alles sieht, wo sich Menschen totschlagen und quälen, ja, dass eben Unschuldige da hineingezogen werden, die sich das bestimmt nicht gewünscht haben, dieser Gegensatz zwischen Gut und Böse. Und da hat man mir geantwortet, wir hätten ja die Entscheidungsfreiheit von Gott bekommen, ob wir gut oder böse sein wollen. Und da habe ich, dann ist mir allerdings die Frage eingefallen, welche Entscheidung haben eigentlich die Opfer? Das ist eine ganz bittere Frage. An der ganzen Überlegung Gott in dem Sinne, wie wir es durch die Bibel gelehrt bekamen, die das alles irgendwie so etwas zerrüttet, würde ich mal sagen, ja? Ja, ich höre, dass Sie sehr leiden, auch wenn Sie sagten, man guckt Fernsehen und man sieht eigentlich immer nur mehr Elend. Und Sie sagen sogar, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen, die im Elend sind, in gewissem Sinne die besseren Menschen sogar sind. Mindestens besser als diejenigen, die im Reichtum leben und herumprassen und mittelbar dann Leiden zufügen. Und was ist denn mit der ganzen Welt los, wenn sie sich so ungerecht darbietet? So verstehe ich Ihre Frage. Ja, auch. Da muss ich, wenn ich noch mal ein anderes Thema anschneiden darf. Man muss ja auch feststellen. Wir haben das ja noch nicht ganz beantwortet. Das ist wirklich eine schwere Frage. Die Bibel knabbert da herum und hat im Grunde keine wirkliche Lösung. Ich weiß auf das vor allem ungerechte Leid auch gar keine andere Antwort als Mitleid mit den Menschen, die das, was sie durchmachen, nicht verdient haben. Absolut nicht verdient haben. Aber dann muss ich gestehen, je länger ich darüber nachdenke, kann ich zwischen Tätern und Opfern immer weniger unterscheiden. Also im Akuten natürlich, da sehe ich, hier ist der Täter, der ist kriminell geworden, hat Schreckliches gemacht. Und da ist jemand, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Was ich meine ist, wenn wir genauer hinsehen, werden wir entdecken, dass es überhaupt keine Täter gibt, die nicht auch schon selber wieder Opfer waren. Kein Mensch fügt einem anderen Leiden zu, ohne dass er selber viel gelitten hätte. Kurz die Frage, was ist gerecht, kann man eigentlich überhaupt nicht mehr beantworten. Und auch mit Gut und Böse kriegt man keine richtige Ordnung da hinein. Mhm.
die bösen Menschen, wenn man die so nennt, streben in aller Regel nach etwas Gutem, das sie bloß gar nicht erreichen können. Oder sie suchen es mit den falschen Mitteln. Oder sie sind längst resigniert daran, dass es das noch gäbe. Sie sind schon zynisch drüber geworden. Deshalb meine ich, die buddhistische Antwort an dieser Stelle ist gar nicht schlecht. Man hat, als der Dalai Lama vertrieben wurde von den Chinesen aus Tibet, ihm auf der Dalai Lama, als er in den 50er Jahren als Junge vertrieben wurde aus Tibet. Mhm. Das wurde ja besetzt von Mao Zedongs Chinesen. Mhm. Da gab man ihm mit auf dem Weg diesen Satz: Wohl gibt es Gut und Böse, aber beides hat seine Ursachen. Das ist ich denke, das ist der das weiseste ist und klügste Satz. Man bewertet eigentlich nur noch an der Oberfläche. Man nimmt die Rede von Gut und Böse nicht mehr zum Einteilen, sondern als Symptombeschreibung. So wie man sagen kann, jemand ist gesund oder er ist krank. Und dann fragt man, was trägt zu dem einen bei? Wie kann man das fördern, dass jemand gesund ist? Und was trägt zur Krankheit bei? Woran leidet der andere? Und was kann man tun, das Leiden entweder ganz zu beseitigen oder zumindest doch zu mildern? Dürfen wir, Frau Nur so Radlo, kann ich darauf antworten. Ja. Dürfen wir an der Stelle schließen? Ja, gut. Ja, ich bedanke mich sehr. Herzlichen Dank Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Ich danke für Ihre Fragen. Ja. Und wir begrüßen Herrn Henschel. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Herr Dr. Drewermann, ich habe in den letzten Wochen Ihr Buch hier, Ein Mensch braucht mehr als nur Moral, mit großem Interesse gelesen und unter anderem im Teil Weisheit etwas gefunden. Ich bin selbst also Lehrerausbilder seit über 30 Jahren und ich frage mich zunehmend, was ich also Lehrerstudenten oder Referendaren, was ich denen also über die fachlichen Dinge hinaus sagen kann, wie sie mit Kindern und Jugendlichen umgehen sollten. Und da habe ich den einen Satz hier gefunden von Ihnen: Wir brauchen zu diesem Zweck eine Unterrichtsform, in der die Person, das Ich der Kinder eine Rolle spielt. Und wir haben darüber gesprochen in der Ausbildungsgruppe und ich habe gemerkt, eine große Bereitschaft bei den Lehrerstudenten, sich persönlich auch einzubringen in diese Beziehung zu den Kindern. Aber ich habe gemerkt, dass bei mir so eine Unsicherheit entsteht, inwieweit können psychologisch nicht geschulte Menschen, ich gehöre als Lehrerausbilder auch dazu, sich überhaupt auf diese Prozesse einlassen, die dann entstehen. Da würde ich gerne mal Ihren Rat hören, wie weit ich da verantwortungsvoll, also Lawinen lostreten kann. Das ist eine wunderschöne Frage. Zunächst mal das Buch, das Sie erwähnen, Ein Mensch braucht mehr als nur Moral, im Patmos Verlag, hat ja direkt zu tun mit den Fragen von Frau Radlo. Denn es stellt in Frage, dass man Menschen mit den Mitteln der Moral wirklich helfen kann. Ja. Menschen machen alles falsch, wenn sie selber mit sich nicht in Übereinstimmung sind. Dann können sie noch so viel guten Willen haben. Es kann nicht richtig werden, wenn ein Mensch in sich selber falsch lebt. Und die ganze Frage ist, wo findet er diesen Raum der Anerkennung, der Bestätigung, an dem er selber gerade wachsen kann? Zu Ihrer Frage jetzt, vielleicht an der Oberfläche noch dabei, da müssen Sie mir ein bisschen helfen als Lehrer. Ich leide als Bürger dieses Landes sehr darunter, dass man aus der PISA-Studie im Grunde nur wieder das ableitet, was unsere Politiker gern hören möchten. Wir müssen die Kinder noch effizienter an den Computer ranführen. Wir müssen den Standort Deutschland sichern. Wie Herr Schröder sich dieser Tage ausdrückte, der Weg von Wissen zur Anwendung muss rascher und kürzer gehalten werden, denn nur aus der Anwendung kommen die Produkte und die eröffnen neue Arbeitschancen. Das alles ist so sinnlos, weil sich damit der Teufelskreis nur noch schneller zu rotieren beginnt. Wollen wir wirklich Kinder Wissen einpauken oder soll das, was Sie zum Stichwort machten, Weisheit, tatsächlich ein Bildungsziel sein? Wollen wir linear gerichtete, effiziente Ausbildung für bestimmte abfragbare Inhalte oder wollen wir Bildung, was doch auch zu tun hat mit Charakter, mit Persönlichkeit? Wollen wir eine Erziehung des Gefühls oder wollen wir eine Heranziehung im Grunde von Rekruten für unser Wirtschaftssystem? Das alles ist ja nicht total alternativisch, aber man musste doch eigentlich wissen, wo die Prioritäten lägen.
Was mich erstaunt ist, dass diese Debatten alle über 40, 50 Jahre alt sind. Also es gab in den 50er Jahren eigentlich überhaupt keine pädagogische Ausbildung, ohne dass man nicht über Bildung in diesem unserem Sinne diskutierte. Nicht gleich Wilhelm von Humboldt spielte da eine Rolle, aber etwa der Einfluss der Psychoanalyse. Man las als Pädagogikstudent Hans Sulliger, der davon redete, wie man Psychoanalyse auf Pädagogik anwendet, wie man mit Gruppen umgeht, sodass alle was davon haben. Das ist, glaube ich, ein brennendes Desiderat, das Sie ansprechen. Wo in der Lehrerausbildung gibt es Kurse für Selbsterfahrung? Für das Problem ist natürlich, wir wissen nicht, wie dieser Teufelskreis zu durchbrechen ist, weil natürlich auch die Lehrerausbilder selbst über diese Qualifikation nicht verfügen. Und ich habe dann zum Beispiel mal angeregt, da sind also auch zwei Männer in der Gruppe und die tauchen dann in ersten, zweiten Klassen auf. Da hat mal gesagt, ja, sie müssen mit bestimmten Prozessen rechnen, dass Kinder, die zu Hause keine Väter haben, bestimmte Erwartungen auf sie übertragen. Ja, das ist leicht gesagt, aber wenn dann diese Übertragungsprozesse, wenn das abläuft, wenn das anfängt, da habe ich dann auch das Gefühl, ich selbst muss auch irgendwie verantwortungsvoll damit umgehen, weil da kommen Gegenübertragungsprozesse rein, so das kann ich selbst als Nicht-Psychologe überhaupt nicht steuern. Aber die Prozesse treten auf, ob man ausgebildet ist dafür oder nicht. Ne? Das ist so. Ich glaube, als Lehrer vor allem für die Kinder, die in den Anfangsjahren sind, zweites, dritte Schuljahr sowieso, da erweitert sich ja einfach die Familie sozial. Und die Kinder gehen natürlich auf die Lehrerin, auf den Lehrer zu, als die erweiterten Elterngestalten. Ja, ja. Mit einem unglaublichen Vertrauen. Also jeder Lehrer, der mit 9-Jährigen zu tun hat, 10-Jährigen, ist ja fast erschüttert über dieses unglaubliche Ausmaß an Zugewandtheit der Kinder ihrem Lehrer gegenüber. Für den würden sie durchs Feuer gehen, denn dieser Lehrer ist nicht nur so nett wie Fatih, er weiß auch viel mehr als Fatih und er kennt sich aus und natürlich muss er noch viel besser sein, als man ihn überhaupt gewünscht hat. In diesem Gefälle findet ja überhaupt Lernbereitschaft statt. Ein Kind wünscht zu werden indirekt wie dieser Lehrerin, wie dieser Lehrer. Diese menschlichen Komponenten sind ja oft viel wichtiger als das Lehrbuch. Keinem Lehrer bleibt erspart oder sei gegönnt, je nachdem, wie Sie das beschreiben, wenn Sie es als Übertragungsprozess nehmen, darin einzusteigen. Da wir ganz wenig Zeit haben und Sie ganz konkret fragen, was ist zu machen. Es gab ja vor 30 Jahren schon Ende der 60er, Anfang 70er, Reinhard Tausch. Der hat für die Psychologen enorm in Deutschland viel bewegt, weil er die nicht direktive Form der Psychotherapie in die deutschen Hochschulen gebracht hat. Kein Psychologe, der nicht irgendwann nicht direktive Beratung lernt. Und Reinhard Tausch war auch der Mann, der dieses Verfahren in den Unterricht gebracht hat. Er selber im Fernsehen, ich kann mich entsinnen, Stunden gehalten, Gruppen unterrichtet mit dieser Methode. Ich glaube, wir ermuntern, dazu, das aufzunehmen und dann nicht zu kritisch ranzugehen und nur auf die Gefahr da hinzuweisen, dass man vielleicht diese Prozesse selbst nicht steuern kann oder so. Das einfach ablaufen. Man kann sie ja steuern, wenn man das regulativ ein Stückchen in die Hand kriegt. Und wenn man weiß, was man macht. Also das würde ich, wenn Sie Lehrer ausbilden, zur Pflicht beinahe erheben, dass man diese Dimension, wie kann man psychotherapeutische Prozesse, nicht direktive Beratung, in die Pädagogik übersetzen? Wie kriegt man die Kinder an die Arbeit? Wie motiviert man sie in ihrer Neugier? Wie lenkt man Prozesse des Austauschs von Informationsmitteln bei den Kindern? Wie lernt man soziales Lernen? Das ist eine reine Freude für den Lehrer, wenn er sich davon nicht bedroht und überschwemmt fühlt, sondern wenn er das wissend einsetzt. Natürlich arbeitet er dann mit hohen Energien. Er arbeitet mit Sympathie, mit Liebe, mit Anlehnung, mit Geborgenheitssuche. Aber das sind ja wunderbare Energien, die besten, die wir haben. Es geht am Ende um Erziehung von Gefühlen. Das Beste, was ein Lehrer tun kann in der Schule. Ich möchte noch also da würde ich nicht Angst haben. Ich habe jetzt 4 Wochen in einem... Lieber Herr Henschel, es tut mir ganz leid. Ich muss leider das nicht direktive Gespräch sehr direktiv unterbinden, weil wir in der letzten Minute sind. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, das waren Sie wieder einmal.
die Nachtgespräche mit Eugen Drewermann auf Ihrem Stadtradio. Es geht weiter am Dienstag, dem 26. März, wieder um 22.05 Uhr. Für heute verabschieden sich Christiane Olsen und Gerhard Olach. Am Mikrofon wünschen Ihnen Michael Longert und Eugen Drewermann eine gute Nacht. Nach den Nachrichten blenden wir uns ein in den Nachtexpress der ARD, der heute vom Westdeutschen Rundfunk kommt.